Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Heute geht es diesen Turm hier an den Kragen, schätze ich mal. MP-Magazin aufgeweckt, nehmen wir doch gerne. Flugabwehrgeschütze ausschalten, machen wir auch gerne. Ich glaube, wir nehmen zuerst den linken, dann können wir uns das Beste für den Schluss aufheben. Den rechten Flugabwehrgeschütz, Dingenskirchen, Penis, Hitler. Ach du schon wieder. Mit deinen Geschieße hier, das ist ja fabulös. Du siehst anders aus. Ja, stimmt, die Waffe können bald aufladen. Ja, das war fast sinnreich. Ach, du nervst. Weißt du, da gehen wir doch mal ganz altmodisch mit der Schrotflinte. Lauf doch mal. Gut, lief jetzt nicht ganz so, wie ich es geplant habe, aber es lief, ne? Ist ja schon mal ein Anfang. Zielen ist manchmal so blöd. Ich schleich mich mal. Hallo. Oh, lauf doch mal, Mensch. Also die Steuerung, da muss ich mich erstmal wieder angewöhnen. Buff. Ja, man könnte jetzt natürlich meinen, dass ich hier das Geschütz ablenke, damit meine Leute ihn abtöten können, aber nee. Das war ein sehr netter Leck, dafür bedanke ich mich mal. Oh, bist du überhitzt? Okay, ich glaube mich ja schon. Kann man den nicht irgendwie so ein Blutbad oder sowas in die Fresse? Wird hier wird schon Schild geschützt. Ach guck mal, ist er gegangen oder was? Sieht wohl so aus. Sehen wir uns die mal an. Machen wir das mal. So, Edi, möchtest du wieder die ehrenvolle Aufgabe haben? Na, Edi, wer sonst, du Idiot? Du kannst das ja vermutlich nicht, lieber Herr Gerris. Garus. Wie komme ich jetzt auf Gerris? Machen wir mal die Maschinenpistole ein bisschen strapazieren. Oder wir gehen mal ins Geschütz, ne? Ja, eigentlich. Na, wir will aufs Maul, ja? Komm, jebs, Action. Hallo. Ach, jetzt muss ich schon nachladen, ist ja nett. Das wäre ein sehr netter Leck, nebenbei gesagt. Ja, ja, lass dir Zeit, Süße. Ach, jetzt gerade lade ich nach, wo er sein Köpfchen aus der Deckung ragt. Praktisch. Kaputt. Ach, schon. Ich hatte gerade so viel Spaß, also. Wo? Oh. Welche Tür? Wir haben so viele Türen hier. Eigentlich nicht. Ach, da hinten meinst du? Ach ja, stimmt ja. Das war ja dieser MP mit dem Zifferrohr hier mal. Können wir durch die Tür gehen vielleicht? So als kleine Abkürzung. Ja, springen, Shepard. Das wäre ganz hilfreich. Du kleiner Typ. Ach, schau mal. Schon sind wir nebenan. Hallöchen. Boah, wie Superman ausgewichen. Was ist das hier? Aua, oh, eine Brustplatte. Nehme ich mit. Dankeschön. Piu piu. Piu piu piu. Piu piu. Verbrenne. Verbrenne in der Hölle. So, piu piu. Ach ne, Gegner sind noch nicht tot. Dürfen wir noch nicht bedienen? Ist ja logisch. Ach, kommt schon. So. Dann machen wir dich auch noch kaputt. Na, frag doch nicht so blöd, die Antwort kennst du doch schon. Mensch. Als ob du das kannst, Garrus, ne? Also ich bitte dich. Dafür bist du doch viel zu dumm. So, wer will Beef? Du da hinten. Hab dich doch gesehen mit deinem kleinen Schlappermund. Ehrlich so. Gerade das Gesicht abgeschlappert hat, war froh, dass er sterben wird. Schlapper, schlapper, schlapper. Was willst du denn hier? Stress machen oder was? Dachtest du dir so, ne? Aber ist nicht. Tschüssi. Ja, wie schade. Klopfen sie wieder durch die Tür? Ah ja. Hui. Und alle so, was war das?
coole Fluganimation von dem Vieh. Du schaffst es. Ja, aber du hast es kaputt gemacht. Nieder mit dem System. Das ist gut. Da stand da unten aber gar nicht. Da unten stand aber schon wieder was anderes. Na gut. Aber nur weil du es bist. Rambo! Kaputt. Ja, ich bin sehr gefühlslos, ich weiß. Seit wann haben wir eine Kanone? Zivilisten! Hab ich gesehen! Echt? Welcher Film? Wie hieß der? Pokémon und die geheimnisvollen Döner? Keine Ahnung. Wohin soll er gehen? Runterspringen? Das erste Mal begehen. Wo kommen die her? Das war, glaube ich, die Blondere, ne? Ich würde reinzoomen können, aber man kann es nicht. Warum nicht? Blöde Raketen. Husch, husch, die Titanic geht gleich ab. Tschüss. Tüdelü. Wieso bedankst du dich? Er wollte zustoßen. Aha. Okay. Aber erstmal müssen wir... Das stimmt. Admiral Garrel hat recht. Ein Rückzug würde die ganze Flotte gefährden. Wenn Sie das sagen, Commander? Ja. Ich entscheide das. Lalala. Einfach nur, weil ich ein Schreibgespräch mitgehört habe. Ich bin der Beste. Ne, wir müssen noch zurück auf den Planeten, weil... Da war ja noch eine Aufgabe. Erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Sonderkommandos sind nie ganz astrein. Wenn man sein Handeln leugnen muss, war die ganze Angst. Sie haben ungelesene Nachrichten. Ah, schon wieder. Immer diese Spam-Mails, ach du Scheiße. Das Opfer des Admirals, von irgendwas, Commander Shepard. Mein Name ist Recker Batz. Ich gehöre zu den vielen, die Sie auf Ranoch vor den Geff gerettet haben. Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Niemand in der Zivilflotte ist überrascht, dass Admiral Zahl Goritz sich geopfert hat, um uns zu retten. Er hätte für die Flotte jederzeit sein Leben gegeben. Wir werden das Andenken an ihn bewahren. Hoffentlich gibt uns das Stärke in diesem Krieg. Beste Grüße, bla. Zitadell-Treffen von Jakob Taylor. Hey Shepard, dieses Tigel-Projekt ist der Wahnsinn.
Brienne und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir könnten uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Galix war alles so chaotisch. Ich würde gerne mal in Ruhe mit Ihnen reden. Hoffentlich sehen wir uns. Titel-Update. Sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Galix rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg, für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tickets bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Brett Kohle. Wichtig, Shepard, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navi-Punkt. Keine Videos diesmal, versprochen. Yay, alle wollen Stress, aber wir müssen trotzdem erstmal noch die komische Mission hier machen. Dam, dam, dam. Ich hoffe, das ist nicht die Hauptmission oder sowas. Reaper-Basis, nein, erstmal müssen wir hier den Gefsam abschauen. Ja, schon. Und danach müssen wir diese komische Flotte dann noch vernichten, ne? Aber wo ist denn die? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Wo ist die Flotte? 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 Die Flotte, Flotte. Aber bevor wir in den Kampf ziehen, würde ich sagen, mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Mass Effect 3 wieder. Bis dahin, tschüss.